Hier in diesem Gebäude. Wer ist hier in dem Gebäude drin? Das ist denn der Mörder. Wer hier in diesem Gebäude drin ist, ist der Mörder. Oh, shit. Bruder, ich habe gerade keine Ahnung, wer der Mörder ist. Gib mir, wurde gerade vor meinen Augen erschossen. Hallo? Mörder! Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Weil er meine Worte in Lines. Create a code for den Ripe. I Crimex OG. Ihr wisst Bescheid. Der Mörder in Fortnite ist wieder zurück, meine Freunde. Und damit, hey Leute, Crimex hier. Und heute sind wir auf der Mörderinsel. Ihr könnt schon sehen mit diesem Totenkopf im Hintergrund. Das sieht übertrieben nice aus. Auf jeden Fall auch danke an Mimi für die Map. Und heute bei Mörder mit dabei, Kidmave. Fuck ein Auto mehr ohne Stern oder ohne Pferd. Yeah. Ah, okay. Kidnap ist irgendwie Shindy geworden oder so. Was? Das Leben ohne Rolex wert? Dann ist da in der Mitte natürlich immer ohne Mann, PK. Ich spiel mit meinem kleinen Trompete. Okay. Und Schmocki. Ohne Mann hat gerade meine Emote geklaut, deshalb werf ich jetzt ein Frisbee. Jungs, ihr habt alle so... Scheiß Begrüßungen heute gehabt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sind jetzt hier am Zufallsgenerator. Die Mörderwaffe ist die lila, eine schallgedämpfte Pistole. Reicht doch jetzt mit deinem Frisbee, Junge! Okay, dann alle mal nach oben gucken. Schaut euch dieses wunderschöne, vergammelte Holz von unten an. Und dann looten in 3, 2, 1. Let's go! Yippie! Digga, wer hat alles aufgesaugt hier? Okay. Ich glaube, okay. Die Waffe ist weg, ja. Dann alle mal in die Boxen rein, Leute. Aha. Geil, so, Digga. Dann geht's hier erstmal auf diese übelst krass. Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. So eine Art Azteken-Map oder so. Aber ich find's eigentlich ganz cool. Apotheke. Ja, Apotheken-Map, genau. Yeah. Wir haben auch hier die neuen Skins am Start. Die sehen einfach übelst böse aus. Wie wir meinten schon, so wie bei Detektiv Conan, dieser schwarze Mann da. Der irgendwie immer diese Vermutung aufstellt, ihr wisst Bescheid. Ja, auf jeden Fall, der Mörder hat wie immer eine Minute Zeit, den Schlüssel zu verstecken. Oh shit, ich muss hier erstmal klarkommen. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwelche versteckte Orte sind. Ich glaube schon. Hey, Digga, 100%. Ich glaube, hier sind locker so Geheimgänge und so. Ach, ey, vor allem hier gibt es einfach so viele Verstecke. Einfach so viele Orte, wo Odoman den Schlüssel verstecken kann. Ich bin's nicht. Ah ja. Junge, ich bin's echt nicht, Mann. Man hört's an seiner Stimme. Nee, ich glaube, Odoman ist viel zu ruhig. Glaub mir, hör nicht auf die Stimme. Okay, vielleicht spielt das auch. Odoman ist viel zu ruhig, Digga. Max ist gerade viel zu glücklich, weißt du? Ich bin wirklich glücklich. Max ist sehr glücklich. Ja. Einfach, weil ich ein Unschuldiger bin, weißt du? Ach so, Digga, Max, Digga. Ah ja, ein Unschuldiger. Ich wäre auch glücklich, Digga. Ich bin mit einem Mörder irgendwo in der Map drin, Digga. Yay! Oder ich freue mich einfach gerade, ein Video aufnehmen zu können. Ey, wer ist hier? Ich bin das, hallo. Okay. Schmocki vertraue ich auch nicht mehr. Der hat auch sein Vertrauen bei mir verloren. Hä, wieso? Kidmave ist auch ruhig, ja? Ich sah ihre Snaps, sie hat Langeweile. Schmocki, du hast letztes Mal Vertrauen bei mir verloren, bei letzten Mörder. Echt jetzt? Oh. Kidmave ist auch erstaunlich ruhig. Die beiden Ahmeds sind sehr ruhig. Ich weiß nicht, vielleicht machen ja, die... Ja, Bruder, wir sind ruhig. Vielleicht planen die auch Ahmeds. Das ist Beobachtungsphase, Digga. Okay, ich bin hier auf der Suche. Also der Mörder müsste auch den Schlüssel so langsam mal versteckt haben. Aber viel gibt's hier nicht, Alter. Also kommt eigentlich nach oben? Easy. Kann man dann oben? Ja, man kann hier nach oben. Ey! Chill! Wer ist hier bei mir? Ich will dich echt nicht killen, chill. Chill dein Leben, Bruder. Wer ist hier bei mir? Ich will nur... Bist du das? Bist du ein Frisbee? Das bin ich mit Frisbee, ja. Ja, ich bin das, hi. Okay, Schmocki ist bei mir, also wenn ich gleich tot bin, wirst du Bescheid. Ey, also mein Plädoyer. Plädoyer? Plädoyer, Digga. Mein Plädoyer ist Schmock. Hä? Ich weiß nicht, Schmocki ist auch... 100% Schmock. 100%. Ich kann Schmocki nicht so richtig vertrauen hier beim Mörder, ja? Warum 100%? 100%, okay, Digga. Warum? Weil deine Stimme... Wirklich, meine Stimme ist anders als normalerweise. Irgendwie sind die gerade ein bisschen aber Beef am Start, Digga. Kidmave ist einfach auch die ganze Zeit zu ich ruhig. Ich bin Schmock. Ne? Ja, ich suche gerade den Schlüssel, auf einmal rennt Odoman mit seinen Äxten auf mich zu. Tschüss, okay. Und dann sagt er so, nee, stopp, ich will nichts tun. Das heißt, die Hauptverdächtigen... Aber warum rennst du auf mich zu? Ja, weil ich mit dir sein wollte. Das heißt, die Hauptverdächtigen sind einmal... Ey, wer ist hier bei mir? Wer ist das hier? Das, wo springt, meinst du? Ja. Ich. Okay, ey, verpiss von mir. Wer ist der andere? Wer ist der andere hier? Schmocki, 100% Schmocki, weil. Nein, Odoman, komm mal kurz. Oder nee. Nee, warte, wo ist Kidmave? Ich muss mit Kidmave reden. Ich bin hier hinten. Irgendjemand ist hier bei mir. Bruder. Digga, verpiss von mir. Ich hab Angst. Ich hab Angst, der von mir hat. Kidmave, verpiss dich. Ey! Oh mein Gott! Ey! Schmocki, du Nein! Schmocki, du Arschloch!
Moment, Digga, ich bin seid. Leute, Alter, so wollte ich das nicht eskalieren lassen. Ich hab gerade den Schlüssel gefunden. Ich wollte es nur Kidnaps sagen erstmal. Schmocki, unsneakiest Murder ever. Ja, Digga, ich hab an Ahmed vorbeigeschlagen und Ahmed hat so, Alter, das war. Und dann mitten auf dem Marktplatz vor allen Leuten einfach schießen. Digga, ich wollte dich schlagen und dann war es ja vorbei. Dann also, hat Schmocki jetzt gewonnen oder verloren? Ich weiß nicht, mich hat er als erst getötet. Hat er alle gekillt? Ja, ja. Ah, okay, dann geht trotzdem die erste Runde an den Mörder, Leute. Ich würde sagen, wir werden jetzt nochmal eine zweite Runde machen. Let's go. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, es geht ab in die zweite Runde. Alle nochmal nach oben schauen. Alle, auch du. Ja, gut, alle nach oben schauen. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go. Slurpity derp derp, slurpity derp derp, slurpity derp derp. Schmucki, ne? Ja. Und ist... Hä? Ist die Waffe weg jetzt, oder? Ich glaub schon, ja. Das war ich glaub schon. Übel strange, Leute. Ahmed denkt, ich bin's. Wieder nicht die Waffe, Spocky, ne? Das war gerade einfach übel strange, aber ich weiß einfach trotzdem nicht, wer die Waffe gerade aufgehoben hat. Sie lag auf jeden Fall nochmal da. Ja. Aber okay, ich habe keine Ahnung. Let's go. Die Ex sind echt geil. Wie viel Zeit hat der Mörder? Wie immer, sagen wir... Ja, ein, zwei Minuten. Eine Minute, oder? Ja, so. Wer ist hier? Ich bin es. Wer ist hier bei mir? Was machst du hier? Wer ist hier bei mir? Ich chill hier, du? Mhm. Ich. Hä? Ich rip. Wer ist hier an der Tür? Hallo? Das bist du. Ich, Max. Ja, der ist gerade duckt. Hä? Achso, ja, das bin ich. Hallo. Okay. Ja, ich duck mich gerade. Ja, ich bin mal weg hier, ne? Warte mal. Was? Kidmaves? Ja. Wo bist du gerade? Ich renne, auf dem Feld. Okay, dann war das Kidmaves hier. Okay. Was? Das war Schmocki. Hä? Oh mein Gott, ey. Also ich hab grad übelst, das ist grad übelster Mindfuck. Ich hab überhaupt keine Ahnung gerade, wer hier wer ist. Also von der Stimme her ist gerade schwer zu entscheiden. Ja, okay, Schmocki. Ja, ich bin... Ey, ich bin's nicht, Jungs. Ohne Witz. Ich glaub nicht, dass Schmocki der Mörder ist. Was hast du gerade hier versucht? Wer ist das? Guck mal, gib dir mal das Loch. Warum sagt Max... Oh lol. Er glaubt nicht, dass ich den... Ey Leute, ganz kurz, hey, hier ist ein Verrückter bei mir. Komm alle in die Mitte. Ey, hier ist ein Verrückter bei mir! Verpiss dich von mir! Hey, das bin ich? Ja, warum rennst du so mit der Axt auf mich zu? Max hat Schlüssel. Ich hab den Schlüssel gefunden, ja, und Schmocki rennt wie ein Verrückter auf mich zu gerade. Digga, ich vertrau dir, Max. Ja, du Bruder, ich hab ja auch einen Schlüssel gefunden. Schau mal, wie Odoman jetzt gesagt hat, ich vertraue dir. Warum schleimt er sich so ein bei dir? Ah, stimmt, warum? Ey, warum chillst du hinter meinem Rücken? Verpiss dich auch mal von Max, mir. Max, hör ja. mir zu. Und Kidmaves, warum bist du da hinten? Kidmaves, ich beobachte die Situation. Warum, wenn ich zu dir sage, ich vertraue dir, natürlich wegen dem wegen der Waffe, warum sagt Schmucki, will krankhaft auf mich so, weißt du? Ich meine so auf mich. Ja, weil Odoman wollte direkt so als Lämpchen so abgestempelt werden. Ja, Digga, ich bin Lämpchen, Digga. Ja, Digga, geh mal hinter meinem Rücken weg. Also ich finde, Odomans Stimme ist viel zu motiviert. Odoman hat echt eine sehr motivierte Stimme. Odoman ist unnormal motiviert. Okay, jetzt, ey, ihr drei Motherfucker, halt setzt mal ruhig hier. Okay. Ich bin hier der unschuldig ist. Jeder von euch könnte Mörder sein. Ich weiß nicht. Kidmaves, ja, aber Max. Ganz ehrlich, ich fand Kidmaves auch vorhin voll komisch so am Anfang mit diesem... Ja, guck mal, da an der Ecke wieder aus mit seiner schwarzen Maske. Alter, Witz, oha, wie auf einmal um die Ecke. Sieht aus wie so ein Psycho, Bruder, ich schwör's dir. Ja, aber die Sache ist, Ahmed, wenn Ahmed so auf alleine spielt, so immer hinterm Busch oder in einem Busch, hinterm Baum, dann ist das nicht. Ist mir aufgefallen. Musst du nicht wissen, Digga. Es gab auch Situationen, wo der alleine gespielt hat. Schmocki kennt mich. Er, ihm ist... Wenn er nicht Mörder ist, dann macht er was anderes, ein anderes Spiel. Also ganz ehrlich, Leute, ihr alle drei, meiner Meinung nach, könnte das gerade sein für mich. Also ich vertraue gerade auch keinem von euch. Ja, nee, echt, Bruder. Ich dachte, wir alle drei sind safe. Nein, aber ich könnte, vielleicht habe ich ja eine Vorahnung, aber ich habe null Vorahnung gerade, weißt du? Ja, ja. Jeder für mich könnte es jetzt. Oder ich verstecke mich jetzt, Digga. Ah. Ich muss jetzt gucken, ob ich irgendwas Verdächtiges sehe. Okay, ich bin bereit fürs Plädoyer. Okay. Es ist Odu, Mann. Ja, es ist Odoman! Es ist ganz klar. Ahmed versteckt sich die ganze Zeit. Das ist ganz typisch dafür, dass er nicht der Mörder ist. Odoman ist unnormal motiviert gewesen am Anfang. Hat die ganze Zeit auch so rumgelacht und so. Ey, hier hat gerade jemand Fallen platziert. Hey, wo? Hier in diesem Gebäude. Wer ist hier in dem Gebäude drin? Das ist der Mörder. Wer hier in diesem Gebäude drin ist, ist der Mörder. Hier. Ich sehe ihn. Er kommt von oben. Er ist oben. Irgendwer ist tot. Ey, die Fallen ist ausgelöst, Digga.
Schmocki? Guck mal, ich bin neben dir, ne, Max, das siehst du. Das, ich bin's das nicht. Bist du hier, das bist du hier gerade mit ich mir draußen. Ich bin's nicht. Das bist du mit mir draußen. Hä? Und könnt ihr... Wo ist die Falle? Da drin wurden auf jeden Fall Fallen geplayt. Warte mal, Schmocki? Oh, du Mann. Hallo? Beide jetzt tot? Gib mir, pass auf. Ich bin durch die Falle durchgelaufen. Du bist da durchgelaufen? Ausgelöst, Bruder. Ist noch eine Falle! Ja, bist... Hallo? Wir sind zwei! Okay, ich hab gesehen, Kidmaf ist es nicht, er hat die Falle aus... Hä, jetzt ist die Frage, wer ist noch am Leben von den beiden? Digga, ich kann so oder so nicht sein, Bruder, ich war hinter dir. Ja, das für mich hat nichts zu heißen, aber ich hab gerade gesehen, wie du die Falle aktiviert hast. Okay. Hä? Also, Bruder, wir beide sind safe. Warte mal ganz kurz, was ich gerade nicht checke, bleib mal Abstand von... Halt mal Abstand von mir. Ja? Du bist gerade einfach durch die Falle durchgelaufen, ohne dass sie dir auch nur einen Schaden gezogen hat. Ja? Ja. Ja, keine Ahnung warum, Bruder. Ich bin's aber nicht. Dreh dich mit dem Rücken zu mir. Okay. Ey, oh mein Gott! Oh shit. Bruder, ich hab grad keine Ahnung, wer der Mörder ist. Kidmaf wurde gerade vor meinen Augen erschossen. Hallo? Mörder! Hallo? Odoman? Schmocki, ey, ich war. Irgendeiner von denen muss der Mörder sein. Ich hab wirklich keine Ahnung, wer es gerade ist. Oh mein Gott. Ich muss ihn stoppen. Nein, ein Busch, Bruder! Was? Digga, ich hab euch so outplayed. Digga, wie oft ich an Odoman vorbeigelaufen bin. Oh mein Gott. Ich hab euch gekillt, Junge. Ich schwör, Odoman hat uns gerade alle auseinandergenommen. Digga, er hat die Fallen gesetzt, ne? Und in einem Raum, wo es nur einen Eingang gibt. Das heißt, er hätte gar nicht mehr rausgehen können. Ja. Ich geh rein, um zu gucken, ob der jemand noch drin ist. Da war keiner mehr. Digga, das richtiger Attentäter war Odoman auf jeden Fall. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, das muss von der Mörder-Episode gewesen sein. Krasses Mindgame von Odoman. Checkt die Jungs auf jeden Fall aus. Lasst den Like da, wenn ihr mehr Mörder sehen wollt. Dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymax. What?